Doch, ich spreche. Ich spreche schon 5 Minuten. Ach, ist das. Ich habe auch alles verlernt. Ja. Willkommen zum Knobelsommer Nummer 2. Danke, dass du darauf hinweist. Wir legen dann jetzt auch los. So schönen Text zurechtgelegt gehabt. Naja. Es tut mir leid. Ich bin nicht mehr ganz auf der Höhe in der letzten Zeit. Dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Warum auch nicht? Ja. Wo fange ich an? Hexcells Plus wird mich eine Weile beschäftigen. Ich hatte ja schon den ersten Teil gespielt. Der war bei mir in 2 Stunden, 2,5 Stunden durch, glaube ich. Da kannte ich ihn aber schon. Und Hexcells Plus wird eine ganz andere Nummer. Da habe ich nämlich eine Steam Review gelesen. Da hat jemand geschrieben, er hat 3 Stunden für den ersten Teil gebraucht und 12 Stunden für den zweiten. Insofern. Da gehe ich gleich drauf ein, auf den Kommentar mit dem Mute. Oh ja, es ist schrecklich. Ja, also ich sehe mich da in dieser Steam Review sehr gut wieder, dass einer schreibt, erster Teil 3 Stunden, zweiter Teil 12 Stunden. Deshalb befürchte ich, das werden hier einige Folgen. Gucken wir mal. Das war eigentlich das Wesentliche, was ich gesagt hatte. Ja. Mehr muss es jetzt nicht sein. Ich wollte ein bisschen Smalltalk anfangen und hatte tatsächlich vom Wetter erzählt, dass bei mir hier heute ordentliche Temperaturen waren, dann aber auch der Monsun runterkam. Monsun? Monsun? Monsun runterkam. ja, ich schätze, bei mir wären es auch 12 Stunden, weil diese 3 Stunden für den ersten Teil, das entspricht ungefähr mir. Nee, also es kam mächtig Unwetter runter. Bei mir ist die Regenrinne übergelaufen. Das war nur so 20, maximal 30 Minuten, aber es war schon ordentlich und ich stehe da immer wie so ein Rentner am Fensterbrett und freue mich über die Naturgewalten. Das war echt ein ordentliches Ding. Ja, genau, also nochmal ins Menü zurück. Jetzt weiß ich nicht, wann ich mich entmutet hatte, aber die Erklärung war, wir haben ja eigentlich genauso viel Levels wie im ersten Teil, aber die können ja unglaublich schwer werden und ja, gucken wir mal, was an neuen Mechaniken dazukommt oder was so schwer wird. Man sollte es echt nicht unterschätzen. Immer wenn ich Puzzlespiele anfange, denke ich mir, das wird schon irgendwie klappen, das ist doch alles logisch und so. Und dann hänge ich halt drin und denke mir, was? Was geht denn da? Ach, du wohnst in der Nähe? Na, das wusste ich noch nicht. Ja, das mit dem Mute, ich weiß auch nicht, wie das immer passiert. Da wollte ich ja jetzt noch drauf eingehen. Erst mutet man sich, weil man so ein bisschen die Musi laufen lassen will. Und dann vergisst man es einfach. Aber da war ich schon mal besser, muss ich sagen. Aber man wird ja auch nicht jünger. Eher umgekehrt. Gut, ich leg mal los. Also, nochmal die Erklärung. Die orangenen Dinger muss ich entfernen. Und ich muss natürlich darauf achten, ob da was ist oder ob da nichts ist. The number in an empty hex tells you how many. Ja, es ist klar. Also die Nummer sagt mir, wie viel anliegend sind. Also hier wären gar keine drumrum. Left click to mark a hex as part of the pattern. Right click to destroy hexes that aren't part of the pattern. Genau, also ich muss die aufmachen, wo nichts dahinter ist. Ich habe mir das jetzt aber umgelegt, aber das ist auch völlig egal für den Zuschauer. Also ich habe mir die Maustasten genau umgedreht. Ah, okay, Potsdam, Berlin. Na, das ist wirklich in der Nähe. Grüßen Sie mal Herrn Jauch. Alright. Gut, also wenn hier 0 ist, dann ist da nichts. Da nichts, da nichts. Wenn da 2 ist, dann sind hier welche. So, die 0 kann ich natürlich großzügig auflösen hier. Hier geht es dann weiter, wenn man da Nullen hat. So. So, was bedeutet das jetzt schon wieder? Wenn hier eine 3 ist, dann können es ja nur die 3 sein, ne? Also. Also so, so, so. Und man sollte auch immer das hier oben rechts im Blick haben, weil man manchmal dadurch Rückschlüsse treffen kann über das Remaining. Warst du damals nicht dabei beim ersten Hex Cells? Oh, echt? Es sind noch mehr Prominente bekannt für Potsdam? Naja, ist auf jeden Fall eine schöne Gegend, denke ich mal. Ich bin da nicht so oft, aber schöne Gegend. So, wenn diese 1 die 1 ist, dann ist natürlich da nichts und da nichts. So, jetzt kann die 1 ja nur noch das sein.
Also, ich muss aber echt immer mich konzentrieren bei den Nummern. Also ich darf nur die leeren wegklicken. Also muss da was sein. Genau, dann ist nämlich die 2 bedient. Dann kann da nichts sein. Dann ist die 2 auch bedient und da kann nichts sein. Die 3 ist sowieso schon bedient. Also hier ist ohne Gefahr. Die 4 kann nur noch mit den beiden aufgefüllt werden. Die 1 ist mit dem bedient. Also da nichts, da nichts. Die 0, das geht hier weiter. Ist klar, da auch nochmal 0. Es fehlt übrigens nur noch einer. Insofern kann das nur noch der sein. Die beiden Einsen bündeln sich also da und dann hätten wir das. Jawohl. Puzzle complete. Mache ich einfach mal auf Next. Mensch, Vanessa, du bist ja heute richtig fleißig im Schreiben hier. Sehr viel Grün überall, ja. Okay, machen wir erstmal die Nuller hier. 0, 0, 0, 0. Da kann man großzügig auf. Über die Nullen bin ich immer richtig dankbar. So, das ist die 2 hier. Dann ist die 1 bedient. Also da nichts, da nichts. Die 1 ist da bedient, also da nichts. Die 1 muss da sein. Und da wäre dann Schluss. Ja, das wird interessant, wie man da reinfindet. Das könnte einer in der Mitte sein. Da muss ich mir später angucken. Also die 2 und die 2, das können nur die sein. Damit sind die Einsen bedient. Zack. Die 1 muss da bedient werden. Die 2 ist bedient, also da nichts. Die 2 muss bedient werden. Ich spreche das mal so. Oh, da haben wir aber ein Problem. Ach je, na gut. Die 1 ist bedient, also ist da nichts. Und die 1 muss dann da sein. So viel ist jetzt klar. Jetzt hänge ich natürlich leider hier. Okay. Oh, ich kenne Picross. Doch, ich habe kürzlich davon gehört. Oder kurzes Video gesehen, hat sich bei mir aber nicht festgesetzt. Ach nee, ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo über so Gaming-Sünden, so wie nennt man denn das, hier, Guilty Pleasures gesprochen wurde. Dass Leute sagen, ja, ich halte mich mit so kleinen Spielen auf oder mit so Sachen, die irgendwie so ein blödes Gedödel sind und ist jetzt nicht meine Meinung, aber Picross war dabei. Ist das was auf der Switch? War das so? So, hier haben wir schon das Problem. Also, die 2 ist entweder hier verteilt, dann sind die Einsen bedient. Ach so, genau, sie ist auf jeden Fall irgendwie hier unten das. Ach stimmt ja, sie kann gar nicht so oder so sein, weil dann hätte die 1 beide. Also sie muss verteilt sein auf beide Einsen. Sprich, sie muss da sein und da sein, behaupte ich. Dann kann sie nicht da sein. Die 2 ist bedient, dann kann da nichts sein. Beziehungsweise die Einsen sind hier beide bedient, also kann ich großzügig so rumgehen. So bei der 1 auch. Dann kann die 1 nur noch das sein. Das ist die 2, das ist die 1. Da ist nichts, da ist nichts. Die 2 muss so bedient werden. Die 1 ist bedient, also da nichts. Hä, die 1 ist bedient, also da nichts. Die 2 muss so bedient werden. Ne, hier so. Jetzt haben wir auch 0 remaining, aber ich muss den hier noch aufmachen. Weil die 1 ist ja da bedient, also kann da nichts sein. Also aufmachen. Genau. Das ist ja noch der einfache Anfang. Und worum geht's jetzt in Picross? So genau weiß ich es immer noch nicht. Also, jetzt haben wir hier so eine 1er-3er-Kombination. Sprich, wenn ich die 3 jetzt mal ganz nach außen lege, kommt sie hier an. Wenn ich die 3. Oder anders gesagt, von der 3 muss auf jeden Fall einer hier irgendwo sein und einer darf da nicht sein. Sprich, 2 müssen eigentlich da sein. Und dann ist entweder hier die Lücke oder da die Lücke. Also ich müsste eigentlich die definieren können. Behaupte ich jetzt mal. Das wäre so die Logik daran. Und dann einer von den beiden, aber eben nur einer. Und der kann es wiederum nicht sein. Sprich, da dürfte nichts sein. Ah, da ist auch gleich die 0. Das ist ja sehr gut. So, sprich, die 3 ist dann jetzt klar. Die 1 ist hier bedient. Zack, zack. Die 1 ist da bedient. Aufmachen. Da ist eine 0. Sehr gut. Tja, die 1 hilft mir nichts. Okay, jetzt muss ich mich wahrscheinlich von allen Seiten ranarbeiten. Ach so, es ist. Ach, tatsächlich, Picross ist so wie das. Ja, dann darf ich mir da sowieso kein Urteil drüber erlauben.
Achso, ich weiß nicht, ob meine Frage jetzt runtergegangen ist oder ob du sie beantwortet hattest. Oder ob ich sie zu Ende gestellt hatte. Warst du damals beim Stream zu Hex Cells dabei zum ersten Teil? Hattest du das hier beantwortet? Weil ich mag dieses Prinzip sehr. Es ist nämlich eigentlich, basiert es so auf Minesweeper. Wer es noch kennt, ja. Aber Minesweeper war halt das Schlimme. Da war immer irgendwann Glück dabei. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt konntest du an bestimmten Ecken mit Logik rechnen, aber dann war vorbei. Ach, guck mal, das ist ja eine eindeutige 3. Hier fällt mir jetzt erstmal auf. So nämlich, dann ist die 1 da bedient. So. Und hier ist halt alles Logik, ne? Hier ist nichts. Das ist schon die 2, also ist da nichts. Hier kannst du alles errechnen. Später wird es überhaupt nicht mehr offensichtlich, aber hier kannst du alles mit Logik erschließen. Jetzt muss ich mal hochgehen im Chat. Ach so, nicht, dass du wüsstest, bezog sich auf den, dass du den ersten Teil schon gesehen hättest. So war das zu verstehen. Mhm. Okay, so, also die 1 muss dahin, ist klar. Damit ist die 2 bedient und hier ist nichts. Die 1 ist bedient, also ist da nichts. Jetzt komme ich hier genauso wenig weiter, muss ich also unten weitermachen. Jetzt haben wir hier die gleiche Situation mit der 3 wie hier am Anfang, sprich, die beiden müssten es eigentlich sein und einer von den beiden. Also, so und so. Und wenn es einer von den beiden ist, dann ist es keiner von den dreien bei der 1. Da lege ich mich mal fest. Weil dadurch ist ja die 1 hier irgendwo bedient. Also, da nicht, da nicht, da nicht. Dann muss das hier die 1 sein, dann kann das hier nicht, dann ist das frei. Das muss die 2 werden. 0 ist immer gut. Ach du Scheiße. Na, da muss ich mich ja an die Logik ranfressen hier. Wie machen wir denn das jetzt? Das muss dann die 1 sein, also da. Und da kann nichts sein, okay. So, jetzt haben wir noch 2 übrig. Sollte man ja auch im Hinterkopf behalten. 2 übrig. Sprich, einer ist irgendwo einzeln und einen teilen sie sich beide. Das könnten jetzt... Ah ne, die beiden mittleren könnten es zum Beispiel nicht sein. Oh, Moment mal. Es könnte der für die beiden sein und dann der da außen. Da wird es schon schwierig. Ach stimmt, wenn es der hier... Der hier kann es nicht sein. Weil dann der muss ja hier einen von den beiden haben. Also, wenn dieser eins einer von den beiden ist, dann hängt der ja mit drin. Das heißt, der kann es nicht sein. Dann mache ich den mal auf. Genau, und dann kann es jetzt nämlich eigentlich nur noch der sein, weil wegen der 1. Und dann kann es der wieder nicht sein, wegen der 1. Die hat schon den. Also da ist nichts. Und den teilen sie sich wieder. Und dann komme ich auf... Genau. Remaining habe ich jetzt einen. Dann mache ich den jetzt blau. Ja. Hm. Also dieses Prinzip gefällt mir echt. Ich glaube, bisher läuft es gut. Ja, jetzt wird es fies. Aber gut, es wird nochmal alles erklärt. Also diese Klammern bedeuten, dass die Anliegenden zusammengehören. Sprich, ich kann jetzt bei einer 2 zum Beispiel, kann ich nicht die beiden Äußeren nehmen, sondern es müssen die beiden sein oder die beiden. Okay, was bedeutet denn das? Gibt es hier irgendwo was Eindeutiges? Das wird ja hier das Tutorial sein in der Ecke, weil die hilft mir ja sonst nicht weiter. Also wenn ich 3 Zusammenhängenden habe und 2 Zusammenhängende. Das bedeutet eigentlich, das kann sehr viel bedeuten, oder? Wenn, ah ne, genau, die 3 können es nicht sein, dann... Beziehungsweise wenn die 2 hier liegt. Und... Dann kann die 3 hier nicht anfangen, weil sie dann auch das belegen würde. Also muss die 2 hier liegen und die 3 dann darüber weitergehen. Dann würde ich den frei machen und den. Also dann liegt das hier komplett in der Mitte. Würde ich mal sagen. Man kann es ja mal probieren. Muss das so? Ja, also die 2 ist jetzt auf jeden Fall hier. Und die 3 muss, weil sie ja zusammenhängend ist, so sein. Und dann ist hier wieder frei. Okay, so muss man das
von der Logik her angehen. Jetzt haben wir hier aber, haben wir irgendwo eine ähnliche Situation? Vielleicht noch am ehesten hier? Naja, die berühren sich nur an einer Stelle. Die haben sich an zwei Stellen berührt. Die berühren sich auch an zwei Stellen, ne? Also ich könnte jetzt aber hier die drei so machen und die zwei so. Könnte aber auch die zwei so machen und die drei so. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Eindeutiges ist. Fest steht, dass die 3 mindestens einen sich mit der 2 teilt. Also entweder den oder den. Das heißt, die 2 kommt maximal bis hierhin raus. Und hier dürfte nichts sein. Also sonst wäre ja die 2 hier hinten. Und wenn die 3 dann irgendwann dahin kommt, dann hätte die hier die beiden und noch einen geht ja nicht. Also, da hinten ist nichts. Da haben wir auch gleich eine 0. Mehr Nullen, das hilft mir. Die 3 ist eindeutig. Die 2 kann dann nur noch hier sein. Die 3 kann dann nur noch hier sein. Machen wir da auf und da auf. Die 1 kann nur noch hier sein. Die 2 kann nur noch so sein. Die 3 kann nur noch so sein und aufmachen. 1 ist bedient. 1 ist bedient. Also ist da nichts. Die 1 ist auch bedient. So, 0. Die 3 muss hier so liegen. Oh, das könnte helfen. Also wenn die 2 jetzt entweder hier liegt oder da, dann kann da nichts sein. Genauso hier. Da kann nichts sein. 0 ist sehr gut. 2 muss dann dahin. Und hier muss noch eine 1 bedient werden. Das heißt, da ist was. Und dann ist da nichts wegen der 2. Ich sollte auch immer auf diese Zahl hier gucken bei Mistakes. Müsste bisher eigentlich immer 0 gewesen sein. So, was war jetzt das? Da sind sie nicht verbunden, genau. 2, die nicht verbunden sind, kann hier zum Beispiel nur... Nee, stimmt nicht. Können die beiden sein oder können die beiden sein? Aber auf jeden Fall die... Oh, jetzt muss man gut überlegen. Also die auf jeden Fall und eine von denen, ne? Also wenn es die auf jeden Fall ist, dann ist die, da kann es die schon mal nicht sein, weil die würden zusammenliegen. Also das darf es nicht sein. Hier sind 3, die... Wie soll das denn gehen? Ach so, es muss nur an einer Stelle auseinandergerissen sein, klar. Also sind die beiden von der 3. Dann haben wir jetzt hier die 2 bedient. Zack, hier haben wir die 1 bedient. Die 2 haben wir noch nicht bedient. So. Oh, das ist ganz schön groß hier. Die 4, kann ich mit der überhaupt anfangen? Die Sache ist die, wo kann die Lücke sein? 1, 2, 3, 4, da kann die Lücke sein. 1, 2, 3, da kann die Lücke sein. Das können auch die beiden und die beiden sein, behaupte ich. Also das ist schwer zu sagen. Aber was es nicht sein kann, ist der Rand, ne? Also wenn du hier 4 zusammenlegst, dann hast du ja nicht getrennt. Ah, nee, was es immer sein muss, ist der Rand. Weil du kannst nicht so legen und das Letzte übrig haben. Also muss eigentlich das und das dazugehören. Und die Lücke muss irgendwo in der Mitte sein. Naja, ob mir das was hilft. Das hilft mir allein genommen, glaube ich, noch nichts. Weil ich jetzt nicht weiß, welche davon die Lücke ist. Muss ich mich vielleicht anders ranfressen. So, die 2 hat auf jeden Fall einen da irgendwo. Aber ich weiß ja nicht, wo der andere ist. Wie ist es bei der 3? Boah, da hat man ja jetzt schon keinen Bock mehr. Hier sind 4 Felder und 3. Sprich, irgendwo muss ich auseinanderreißen. Hier. Die beiden nebeneinander können es nicht sein. Ach ja, stimmt, genau. Nochmal zu der 2 zurück. Die 2 hat einen von den beiden mit dem gemeinsam. Achso, dann kann es ja trotzdem der sein. Es kann der und der sein. Das ist irgendwie nicht eindeutig. Wenn's... Dann kann der und der sein, kann der und der sein. Kann, glaube ich, vieles sein. Aber ich glaube auch nicht, dass ich von da oben runterkomme. Okay, hilft mir die 3? Die 3 muss doch jetzt nach einem ähnlichen Prinzip wie die 4 laufen. Sprich, ich kann sie niemals so in die Ecke setzen. Also müssen eigentlich wieder die äußeren beiden sein. Bei der 3. Und hier in der Mitte muss die Lücke sein.
Also entweder die beiden und da oder die beiden und da. Aber nicht so drei oder so drei. Dann hängen sie ja zusammen. Ja, behaupte ich mal, dass das das Prinzip ist. Hallo Felix. Felix hat das Prinzip von Hexels gut verstanden. The cake is a lie. So, wenn ich die hier außen habe, dann ist die zwei bedient. Dann kann hier nichts sein. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt ist halt hier irgendwo eine Lücke. Hat mir nicht so viel geholfen. Aber einer von den beiden ist es ja noch mit der zwei. Wenn es der ist, kann sie aber dahin oder dahin. Wenn es der ist, das hilft nicht so viel. Also, die kann es nicht sein, weil das darf ja hier nicht zusammenhängend sein. Also muss da offen sein. So, zwei. Dann kann die drei natürlich nur hier sein. Okay, dann haben wir die zwei bedient, dann ist da nichts. Dann haben wir die zwei noch nicht bedient, dann ist hier was. Das ist dann auch gleich die eins. Felix kann sich bestimmt an Hexels erinnern. Ich glaube, da war er... Ich würde meinen, da war er dabei. Ich glaube, es war letzten Advent, wenn ich nicht irre. So, die 2 ist bedient, also da nichts, die 1 ist bedient, da nichts. Dann wissen wir eigentlich, wo jetzt die Lücke ist bei der 4, also die müssen bedient werden. Die 2 ist nicht nicht ganz bedient und muss getrennt werden, also kann es nur da sein und da nicht. Die 2 ist bedient, dann ist da nichts, die 2 ist bedient, dann ist da nichts. Die zwei kann man nur auseinanderreißen, indem man es dahin und dahin setzt. Also ist da nichts. Die drei kann nur so existieren. Ich habe sowieso hier schon null. Also die Zweier sind bedient. Sprich, da ist nichts und da ist nichts. Okay. Puh. Gut. Okay, jetzt hängt schon alles zusammen. Also die ich sollte mir jetzt mal so die Muster merken, ne? Die auseinandergerissene 3 kann wieder nur da und da was haben. Damit hat die 1 da was, dann kann hier nichts sein. Die auseinandergerissene 2 kann hier nichts haben. So, die 3 muss dann so vervollständigt werden. 4 geht jetzt tatsächlich nur noch, indem ich die beiden dazu nehme, würde ich sagen. 2 ist fertig, da ist nichts. 1 muss hier bedient werden. Tja, das ist irgendwie eine 3. Wenn die auseinandergerissen ist, kann hier nichts sein. Das heißt, die 3 muss da was haben. So, jetzt... Jetzt ist gerade schwierig. Die auseinandergerissene 3 kann eigentlich beide haben, weil die 3 kann zum Beispiel auch hier sein. Ich glaube, hier geht es gerade nicht direkt weiter. So, die auseinandergerissene 2 kann wieder nur so sein und da nicht. Und die zusammenhängende 2 kann nur so sein. Damit haben wir die 3 fertig. Zack, zack. Felix kann sich erinnern, jo. Es war ganz schön knifflig zum Schluss. Und jetzt stehe ich halt noch am Anfang. Ich habe am Anfang des Streams gesagt, das kann eine Weile dauern hier. Hexels Plus soll der schwerste Teil der Reihe sein. Also Hilfe ist dann an einer bestimmten Stelle, glaube ich, sehr gern gesehen von meiner Seite aus. So, die 3 muss ich ausfüllen. Das ist so. Damit haben wir auch gleich die 2 bedient. Zack. Ja, okay, das wird eine 3. Achso, guck mal hier, die 2 ist fertig, also kann natürlich da nichts sein. Die 3 ist... Oh, jetzt wird es aber blöd gerade. Die 3 ist einer von beiden. Wenn es der ist, wäre natürlich die 2 fertig. Wenn es der ist, wäre sie nicht fertig. Das kann man jetzt gerade sehr schwer sagen. Was ist denn mit der 3? Die muss hier irgendwie auch... Die 2 ist auseinander... Ah, das ist wieder eindeutig. Man muss diese Muster erkennen. Die auseinandergerissene 2 kann wieder nur so sein. Tja, hilft mir das jetzt viel? Oh dear. Okay, die 3 muss noch einen irgendwo da... Ach ja, stimmt, genau. Die 3 muss ja hier vervollständigt werden, also die... Sprich, einer von den dreien ist das bei der 3 und dann ist es nicht der. Hä? 4, okay. 4 ist eigentlich alles, was hier ist, ne? 1, 2, 3, 4, ja. Also so. Dann wissen wir jetzt die 3, dann ist es da nicht. Und dann muss die 3 hier sein. Dann haben wir auch diese 3, ja. Das mache ich dann zum Schluss über Remaining. Das geht jetzt gerade nicht. Die 3, da fehlt noch der. Zack. Und die 3 ist komplett, also ist da nichts. Die... Moment,
nicht so schnell. Die 3 muss da sein. Dann ist die 2 bedient. Dann ist da nichts. Und die 4 kann nur damit bedient werden. Und die 1 auch. Also da ist noch was. Und jetzt habe ich noch einen remaining. Was heißt denn das eigentlich? Jetzt darf ich keinen Fehler machen. Remaining heißt, dass einer da ist, oder? Also, dass ein blauer da ist. Sprich, ich muss den hier blau machen. Blau bedeutet ja, dass einer drunter liegt. Ich mach das mal. Ja. Puh. Nicht, dass ich jetzt einen falschen Rückschluss gezogen hätte. Interessant. Jetzt ist hier nicht mehr der Next-Button, sondern jetzt gehe ich ins Menü zurück. Und jetzt... Errungenschaft. Welt 2, also World 2. Müsste... Oh nein, sie ist nicht sichtbar. Was ist denn da los? Ich muss mal kurz aus dem Spiel raus. Ihr sollt doch die Errungenschaften sehen. Momentchen. Mal kurz den Haken reinsetzen. Zack. Also jetzt seht ihr sie nicht sofort, aber wenigstens mal seht ihr sie. So, da sind wir wieder drin. Ja, Remaining bezieht sich auf die blauen, genau. Also jetzt sieht man hier, und das sieht man irgendwie meiner Meinung nach deutlicher als beim ersten Teil, dass die so schimmern, ne? Dass die so einen Spiegeleffekt haben. Das sollte eigentlich immer heißen, dass sie perfekt waren. Denn das Spiel toleriert ein, zwei Fehlerchen, aber dann kriegt man eben die Errungenschaft nicht. Wie pfeift man im Chat? Keine Ahnung. Ist das eine Scherzfrage? Ich mach mal weiter hier. Was haben wir jetzt? Ach ja, genau. Das war... Wenn die Nummer, also die Ziffer außerhalb steht, bedeutet es, dass es die ganze Spalte ist. In dem Fall Spalte. Also, jetzt muss ich mal gucken. Hier haben wir eine 2. Ah, das wird noch fies. Hier haben wir eine zusammenhängende 4. Das heißt, also hier runter, ne? Das heißt, wenn wir jetzt mal vom Extrem ausgehen, wenn wir hier unten anfangen, muss die 4... Hört die 4 da auf. Es sind ja 5 Felder, also nur 1 bleibt frei. Und es kann keins... Doch, es kann eins am Rand sein. Aber es muss auf jeden Fall die Mitte sein. Also die 3 in der Mitte müssen es auf jeden Fall sein. Und dann weiß man halt nicht, welches am Rand. So muss man es, glaube ich, betrachten. Die Mitte ist immer betroffen. So, so und so. Aber hilft mir das jetzt was? Das ist eine auseinandergerissene 3. Es könnte natürlich trotzdem der hier sein. Hier sind 2 nach unten, die beliebig sein können. Irgendwie, auseinandergerissene 3 bedeutete doch... Achso, warte mal, das habe ich doch eigentlich schon. Weil jetzt müssen es wieder die äußeren sein und der darf es nicht sein, ne? Anders geht's ja gar nicht mehr. Also die beiden kann ich nicht machen und die 3 kann ich nicht machen. Ja, genau. Also die 3 ist dann so und hier ist nichts. Die 3 ist bedient. Dann ist da nichts. Und die 4 ist im Übrigen sowieso schon fertig. Also da kann ich aufmachen. Die 1 ist bedient. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Nein! Mich verklickt. Hier ist natürlich nichts. Ich fange direkt nochmal neu an. Sonst kriege ich das nicht perfekt. Okay, vielleicht gucke ich mir hinterher auch mal ein... Picross-Video an, damit ich im Bilde bin. Also ich habe behauptet, hier die 3 und dann die beiden und da nicht. Dann hatte ich die 3 bedient. Ach, das ist ja auch interessant, weil dann ist nämlich hier nichts. Moment mal, wie habe ich es denn jetzt gerade gemacht? Dadurch, dass da die 2 ist, muss ja hier was sein. Ich war noch gar nicht an der Stelle, ne? Also hier muss was sein. Und hier ist nichts, weil die 4 ist ja fertig. Und hier ist auch nichts. Ich habe mich verklickt, weil die 1 bezieht sich ja darauf. So. Jetzt haben wir da schon 2. Ah, hier haben wir eine 1. Guck mal, das muss ja der sein. Das heißt, die 3 ist fertig. Also kann da nichts sein. Oh, das ist interessant. Wenn die 1 sich auf die Spalte bezieht und die 1 eben auf einen von den beiden, dann ist es ja einer von den beiden und der hier unten halt nicht, sage ich jetzt mal. Also aufmachen, genau. So, wenn das eine 2 ist, kann es ja nur so sein. Und da die 1, also ja, da jetzt beide 1 bedient sind, kann hier wieder nichts sein. Die 1 ist auch bedient, kann da nichts sein. Die 1 muss hier sein. Ah, interessant. Wenn die 1 da ist, dann kann die zweite 2 nicht hier sein, weil die ja auseinandergerissen ist. Also machen wir da...
auf. Die 1 ist das, also ist da nichts. 0 und die 1 ist das. Die 3 ist fertig, also ist da nichts. Dann sind wir auf der Seite schon mal fertig. Jetzt eine 3. Also, 2 hat er schon. Einen darf, also den dritten hat er hier. Sprich, die 1 kann hier unten nicht sein. So. Auseinandergerissene 2 bedeutet, dass das ja hier nichts sein kann, ne? Weil hier ist ja schon einer, darf ja nicht zusammenliegen. Also da ist nichts. Damit ist die 3 klar. Zack, die 1 ist auch klar. Auseinandergerissene 2, also einer von den beiden. Ah, also die oberen nicht, ne? Die beiden kann ich aufmachen, weil die 1 muss irgendwo hier liegen, damit die 2 bedient ist, würde ich mal behaupten. So, wenn... Naja, das kann nur die 3 hier sein. Damit ist die 2 auch fertig und hier ist nichts. Das ist jetzt sehr gut. Das geht wahrscheinlich über Remaining am Ende. Müssen wir mal schauen. Also die 2 ist fertig, dann ist da nichts. Die 2... Ach du Herrje. Das wird jetzt zum Problem, oder? Also die 2 muss komplett hier bedient werden. Ach nee, die 3 ist zusammenhängend. Jetzt wird es nämlich interessant. Also die 2 ist logischerweise hier. Und zusammenhängend bedeutet, dass diese Lücke nicht zählt. Sprich, das dritte von der 3 muss hier sein. Ich habe noch ein Remaining. So. Und dann ist hier nichts. Okay. Puh. Okay. Ach, jetzt kommen schon die Diagonalen. Konnte man die nach wie vor markieren? Sehr gut. Da steht's auch. Warte mal. Outside numbers to activate a guideline. Das habe ich gerade gemacht. Right-click to mark them as complete. Na gut, kann ich das jetzt... Kann ich noch nicht machen. Ah, das ist, glaube ich, neu. Also ich kann die jetzt so ausgrauen, dass die nicht weiter stört. Das ist natürlich schick. Okay, die getrennte 2 funktioniert hier noch nicht, weil das sind 4 Felder statt 3. Ich glaube, da kann ich nicht so ganz eindeutig agieren. Schwierig. Und so eine 2 gilt halt, das gilt halt über die ganze Reihe. Das ist schon echt nicht ohne. Ach, guck mal hier. Hier ist eine 4, dann müssen es ja die alle sein. Interessant. Damit kann ich die wegmachen. Ah, das ist praktisch. Das ist echt praktisch. So, wenn die 2 auseinandergerissen ist, kann hier nichts sein. Hilft mir aber nicht so viel. Ach, guck mal hier, die 1 ist da bedient. Wow, das bringt mich gut voran. Das heißt, hier ist überall nichts und die mache ich weg. So, die 2, das kann ich noch nicht sagen. Die 4 genauso. Ach, das ist ja auch interessant. Die 5 gilt für alles und die 4 gilt natürlich nur für den Rest hier. Wow. Aha, hier ist eine auseinandergerissene 3, aber das sind zu viele Felder. Wobei, es kann schon nicht mehr der sein, ne? Ach, Moment, der kann es auch nicht sein. Aber das ist ja cool, es kann nur noch der sein. Der, wer zusammenhängt. Nice. Also hier aufmachen und das ist die 3. Okay, die 2 muss noch bedient werden. Und nicht, dass das dann irgendwie da zusammenhängt. Aber die haben jetzt ja wirklich keinen Kontakt. Also das gilt nur für so eine Reihe, würde ich sagen. Sprich, sonst hätte man es ja nicht absetzen müssen. Also sprich, das muss die 2 werden. Dann haben wir... Ach, guck mal hier, ne? Da sind nur noch die beiden möglich. Also muss es ja die 2 sein. Also hier und da. Damit ist die erledigt. Die 3 ist fertig. Sprich, die beiden kann ich aufmachen. Ja. Oh, ne, jetzt hätte ich fast die 1 da hingesetzt. Aber muss ich eigentlich, weil die 2 braucht ja noch den. So, damit ist die 1 nämlich bedient. Wow, und hier kann überhaupt nichts mehr sein. Ich kann das komplett aufmachen. Man hofft bei so größeren Aktionen immer, dass es auch gut geht, dass man richtigen Rückschlüsse getroffen hat. So, und jetzt haben wir hier eine 2, die noch bedient werden muss. Sprich, kann ja nur noch der sein. Und wenn ich hier eine 5 hinkriege, ne, 3 habe ich schon. Ja, das geht noch nicht so ganz. Machen wir mal da unten weiter. Die 3 ist fertig, also kann hier nichts sein. Und damit haben wir die 5. Also 1, 2, 3 und 4, 5, sage ich mal. Die 1 ist bedient, da ist nichts. Dann haben wir nämlich auch die 2 fertig.
So, die 4 ist fertig, die 5 ist fertig. Ich mach mal der Vollständigkeit halber. Die 2 ist fertig. Die 1 ist fertig, das heißt, hier ist nichts. Zack. Die 3 muss ich jetzt vervollständigen, indem ich so mache. Fertig. Die 1 ist fertig. Wow, geht richtig gut voran hier. Also, zack, zack. 1 weg. So, wenn ich die 2 bedienen will, muss ja hier was sein. Damit ist die 2 fertig. Und hier ist nichts. So. Die 1 kann auch nur noch der sein. Das würde sich auch mit den 2en alles ergeben. Also so und so. Und jetzt muss ich gucken. Also hier sind, wenn ich mal die Linie nehme, hier sind 2 blau und dann muss der auch noch blau sein für die 3. So, 3 weg. Die 4. 3 haben wir schon, eine von den beiden muss es sein. Achso, jetzt haben wir wieder die auseinandergerissene 3, das heißt, da muss auf jeden Fall einer sein. Machen wir mal anders, guck mal hier, die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also die muss komplett hier so liegen, sage ich mal. Dann haben wir hier die 3 schon fertig, hier muss die Lücke sein. So, die haben wir 1, 2, das hatte ich ja gerade schon. 1, 2, 3, 4, so. Und die 3 ist eigentlich auch klar. Ich habe auch 2 remaining. Geht auf. Ich mache sie schon mal weg. So. Cool. Sehr schön. Ah, Nulla. Ich liebe Nulla. Okay, zusammenhängende 2. Auch zusammenhängende 2. Da mit der 1 komme ich nicht weiter. Hier mit der 1 komme ich schwer weiter. Puh. Interessant. Hier ist eine 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und eine fehlt. schwer. Also, zusammenhängende 2 bedeutet entweder die beiden oder die beiden. Also auf jeden Fall die Mitte. Aber hilft mir das was? Hilft mir eigentlich nichts. Ich würde es schon mal markieren. Aber es bringt mich nicht weiter. Genauso bei der. Entweder die beiden oder die beiden. Sprich, der in der Mitte auf jeden Fall. Jetzt kann natürlich die 1 zu der gehören oder zu der gehören. Wow, okay. Achso, hier ist die auseinandergerissene 2. Das hilft mir aber auch nicht viel. Dadurch weiß ich, die kann es nicht sein. Sage ich mal. Scheiße. Übel. Achso, und hier haben wir auch die auseinandergerissene 2, also kann es nicht die sein. Uff. Ach ja, genau, dann kann die 2, die zusammenhängende, nur noch ihr sein. Dann ist die 1 bedient, dann ist da nichts. Dann ist die 1 bedient, dann ist da nichts. Die zusammenhängende 2 muss hier sein. Hä, da komme ich nicht weiter. So, die 2 ist einer von den... das hilft mir, glaube ich, nichts gerade. Die auseinandergerissene 2 bringt nichts, die bringt nichts. Schwer hier gerade. Also das ignoriere ich mal komplett hier auf der linken Seite, weil die 1 sagt mir eigentlich nicht viel aus. Wie war denn das jetzt, wenn die... Diese auseinandergerissene 2, die bezog sich doch auch hier drauf, ne? Sprich, ja, bevor es später schief geht, also dann darf eigentlich hier nichts sein. Irgendwie muss man ja mit der Insel anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mit der 8 komme ich nicht weiter. Mit der 2 komme ich nicht weiter, eine von den beiden. Wenn es die ist, würden sie sich die beide teilen. Wenn es die ist, muss es die andere. Da komme ich irgendwie nicht voran gerade. Schwer. Ich mach mal den. Weil ich denke, dass das hier zusammengehört und dann hier die Lücke sein muss bei der auseinandergerissenen 2. Dass es nicht anliegen darf. So. Ja, scheiße. Was hilft mir schon die 2? Ah, die 5 hier oben. Die müsste jetzt komplett hier liegen, ne? Würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Die ist erledigt. Jetzt habe ich einmal die 2 da. Aber was hilft's? Nicht viel gewonnen. Hier gibt es eine 3 runter in die Richtung.
Die haben alle keine Hinweise von wegen zusammenhängend oder auseinander, deshalb ist es noch sehr schwer. Ah, guck mal hier. Die zwei habe ich schon, sprich, hier kann nichts sein und da kann nichts sein. Man muss echt über die ganze Länge hier denken. Die 0 nehme ich sehr gerne an. So. Die 1 muss der sein. Rest wird schwer. Sagt nichts aus. Die 2, einer von denen. Die 1 vielleicht da außen. Hat mich nicht viel weitergebracht. Was ist hier? Mist. Hier sind insgesamt noch 4 offen, also mit dem einen und noch 3 weitere. Das hilft gerade nichts. Achso, mache ich vielleicht mal da weiter. Die 1 ist bedient, dann geht's da weit. Ah, 0, 0, 0. Ja, Einer von den beiden. Das heißt aber, die auseinandergerissene 2 wird hier unten vervollständigt. Die und die beiden. Dann kann da nichts sein, behaupte ich. So, jetzt haben wir hier eine ganz klare 2. Was haben wir dann noch? Jetzt haben wir die 2 fertig, da ist nichts. Die 2 ist auch fertig, da ist nichts. Die 1 ist da fertig, dann ist da nichts. Eine 0. Wunderbar. Das ist alles klar. Wo ist das? Ah, das ist viel zu viel. Das bringt mich auch noch nicht weiter. Jetzt wird es wieder schwer. Also die 1 ist irgendwo hier, aber das hilft mir nichts. Weil die 2 dann entweder da ist oder da. Hier runter, die Reihe gibt's nichts. Keine Ansage. Hier gibt's die 3. Irgendwie ist die. Geht denn jetzt hier was? Hier geht, glaube ich, was, ne? Weil hier haben wir nur noch die beiden Möglichkeiten zu dem. Also müssen die beide ausgefüllt sein, damit ich die 3 bekomme. So. 3 weg. Jetzt ist die 2 fertig. Da ist nichts. Die 3 ist auch klar. Das zählt hier nicht über die Verbindung. Das ist nur, wenn es eine Reihe ist mit so einer Zahl. Sprich, die 3 muss zu sehen. Es ist eine ganze Menge los hier unten. So, jetzt haben wir hier eine 1. Nämlich da. Das heißt, da ist nichts. Gut, 1 weg. Hier haben wir eine 1. Das heißt, da ist nichts. Und da ist nichts. Und die 1 kann weg. Die 2 ist bedient, da ist nichts. 0, sehr gut. 1 weiß ich nicht. Die 2 ist bedient, nichts. 0, war klar, dass da auch eine 1 kommt. Ach, scheiße. Okay, hier hänge ich erstmal fest. Mist. Okay, jetzt muss es vielleicht hier über die 8 mal gehen, aber ist immer noch nicht möglich. 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal 4. Die geht immer noch nicht. Okay, guck mal hier, die 2 ist jetzt auseinandergerissen, das heißt, die ist fertig, dann ist da nichts. Hehe, die 2 ist fertig. So. Zusammenhängende 2 kann ja schon nur noch hier sein. Würde ich mal sagen. Dann ist das hier die 1, dann können wir das alles schön wegmachen. Und die 2 muss hier sein. Bringt mich gerade da überhaupt nicht weiter, aber egal. Das ist uneindeutig. Ah, verdammt. Okay, hier eine 4. Ja, 2 habe ich schon. 2 fehlen noch, können nur die sein. Und die 4 weg. Okay, damit haben wir die 1. Da ist nichts. 3 kann nur so sein, ist klar. An der 1 bin ich immer noch nicht dran. Die 4 bringt mir auch noch nicht weiter. Die sind noch 5 offen, deswegen. Die 2 ist halt irgendwo da. Achso. Das bringt auch nichts. Die 1 ist irgendwo hier. Wie blöd. Mal angucken, bringt mir. Oder ich mach's anders. Hier sind ja auch noch Sachen. Das. Ach, guck mal hier. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ja, der hat sich noch dazu ergeben. Also hier muss was sein. Hier ein Dreierblock, da ein Dreierblock, da noch 2. 3, 6, 8. Jawohl. Also, da ist was. Damit ist die 8 weg. Damit ist die 1 bedient. So, 0, 0. 1 ist hier. Die 1 ist bedient, also da nichts. Die 2 ist bedient, also die beiden aufmachen. Wenn ich mir jetzt die 4 machen will, 1, 2, 3, 4, geht das so. Die 1 ist bedient, da ist nichts.
Okay, sind wir hier fertig. Jetzt muss doch hier was gehen. Ach, je. Jetzt gucke ich mir mal die vier an. 1, 2, 3. Hilft mir gar nichts. Na, obwohl. Haha. Das ist ja eine nette Logik. Also, die beiden Zweier haben einen hier und müssen hier unten ihren zweiten haben. Wenn sie getrennt voneinander das haben, also einer hat da einen, einer hat da einen und die Mitte bliebe frei, dann hätte ich hier 2, 3, 4, 5, das wären zu viel. Sprich, sie müssen sich die Mitte teilen. 1, 2, 3, 4, würde ich sagen. Also ist da einer und hier nichts. Ha, das ist schick. So, die 1 ist bedient, fertig. Die 1 muss hier bedient werden, damit ist die 2 fertig, nichts. Die 2 muss so fertig werden und die 3 ist fertig. Remaining ist nichts, kann ich also aufmachen. Dauert eine Weile, aber macht echt Spaß. Also man kann sich da echt dran arbeiten. Später wird es frustrierend, aber noch geht's eigentlich alles. Wo fangen wir denn hier an? Wo fangen wir denn hier an? Bei der 5 vielleicht, ne? Weil es sind direkt 5. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Und weg damit. 6 ist... Hier ist zu viel. Hier ist zu viel für die 5. Von wo können wir denn noch kommen? Gibt es leider nichts Zusammenhängendes. Ah, guck mal hier. Die 2 ist auseinandergerissen. Sprich, da kann keiner sein. 0. Okay, 2 kann natürlich, ja, könnte der sein, könnten die beiden sein. Das hilft jetzt noch nicht direkt was, würde ich sagen. Okay, hilft mir das in die Richtung was? Nee. Es sind hier noch 4 leider. Das ist auch zu viel. Die 1 hat sich noch nicht aufgetan. Was hilft mir die 3? Ach, guck mal. Die 3 zusammenhängt, würde doch wieder bedeuten... Naja, so viel bedeutet das nicht. Das bedeutet, glaube ich, lediglich, dass die Mitte mit drin sein muss. Also, wenn man ganz außen anfängt, kommt man da an. Wenn man da außen anfängt, kommt man da an. Also, die ist auf jeden Fall mit drin. Über den Rest kann ich keine Aussage treffen. Also, so. Aber was hilft das schon, ne? Nicht viel. Okay, was bedeutet die 2? Einer ist es hier nicht. Es kann der sein, dann haben wir hier eine auseinandergerissene 2. Es muss der nicht sein, denn es könnte auch ein leeres Feld sein. Das ist blöd. Ja, jetzt fehlt mir zum Beispiel gerade der Ansatzpunkt mal für einen Moment. Hier kann ich nichts weiter sagen. Hier schon gar nicht. Die 5 hilft mir auch nicht, weil hier so viele Felder sind. Also hier ist, hier haben wir schon 2, aber die 3 restlichen 3 können ja überall sein. Also einer muss hier in der Mitte sein. Dann hätten wir den dritten von 5, vielleicht den vierten von 5. Oh, war das auf mich bezogen, Felix? Ein kleines Kompliment. Ja. Wenn es so gemeint war, nehme ich es natürlich mal an. Ja, das ist auch echt was Tolles, logisches Denken, muss ich mal sagen. Ich meine, da... Wem sage ich es, Felix, ne? Also Felix ist Experte auf dem Gebiet. Und meiner einer kratzt da nur an der Oberfläche. Aber es ist ein schönes Gefühl, wenn man so nach dem Ausschlussprinzip... ja, eben sich ranarbeiten kann. Okay, ändert aber echt nichts daran, dass... Das jetzt gerade schwer ist. Also wie viele sind denn hier? Das sind doch viel zu viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das kann ich da nicht rausfinden. Ich habe das Gefühl, es hat mit dieser 2 schon irgendwie noch zu tun. Leider hilft mir die 1 auch nichts. Also die 0 gilt nicht für die, ist klar. Die gilt nur für Anliegende. Die 1 kann hier eigentlich überall sein. Was kann ich aus der 2 machen? Einer bleibt frei. Es können halt die beiden Äußeren sein, behaupte ich mal. Dann könnte der frei bleiben, aber es könnten auch Zusammenhänge sein, dann ist er's. Deswegen komme ich da gerade so schlecht weiter.
hier draus machen? Ach so, da ja die drei... Nee. Nee, nee. Nee, es kann keiner von den beiden sein. Noch kein Tipp. Tipp ist, wenn ich sage. Ah, ich bin auch nicht kreativ, Felix. Das stimmt. Ich bin noch nicht mal in Spielen kreativ, wo viele sagen, oh, ich muss das ausprobieren, ich muss dieses machen und jenes machen. Ich spiele Spiele immer nur so, wie sie gedacht sind und es reicht mir vollkommen aus. Ist das hier irgendwie ein Zusammenspiel von Seiten, sprich, weiß ich nicht, so eine und so eine? Oder mal anders gedacht, wenn ich die... Ach, das sind ja sechs zusammenhängende. Da muss ich mal ansetzen. Stimmt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da komme ich dahin. Und von der anderen Seite ist es identisch. Dann komme ich dahin. Sprich, es müssen die drei auf jeden Fall zentral sein. Ja. Ja, okay. Sag ich mal. So, die drei. Damit habe ich die zwei bedient und da ist nichts. Und damit habe ich auch diese zwei bedient. Das mache ich erstmal wieder weg. Nee, nicht so weg. So weg. Sprich, hier oben ist überall nichts. Ha! Okay, die Nullen helfen mir ehrlich gesagt gar nichts. So, die 3 muss so sein. Die 5 ist jetzt noch nicht so ganz komplett. Die 4 wird hier komplett. 1, 2, 3, 4. Ja, es ist immer so eine Kleinigkeit, an der man hängt. Jetzt habe ich nämlich die 5 komplett. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist nichts. Da ist nichts, da ist nichts. 5 erledigt. Die 1 ist bedient, da ist nichts. Die 3 muss so bedient werden. Das heißt, die 6 ist jetzt ein bisschen in die Richtung gegangen, kann aber immer noch hier vervollständigen oder da vervollständigen, aber da nicht. Das heißt, da ist nichts. Das ist dann auch eine 0. Die 1 ist fertig. Ja, die muss es gewesen sein, die zusammenhängende 6. Ich hatte sie noch nicht gesehen, weil ich mich gedanklich nicht auf das Zusammenhängende konzentriert hatte. Genau, also die 1 ist hier bedient, das heißt, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. 1 weg. Das mit der 2 wird interessant. Es kann immer noch jede von denen... Ah, nee, es kann die nicht sein, weil die 2 muss zusammenhängen. Dann kann sie hier nicht starten, dann muss sie hier hinten irgendwo sein. Also da ist nichts. Dann gilt die 2 hier und ist fertig. Ach, wie schön sich das dann auflöst, wenn man... Die kann ich übrigens auch schon wegmachen. Wenn man dann so langsam vorankommt. So. Ach so, was habe ich ja völlig übersehen. Wenn das... Oder hat sich gerade erst ergeben. Wenn das dazugehört, dann muss die 6 natürlich hier so drin liegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit ist sie fertig. Die 3 ist hier noch nicht eindeutig. Oh, wird sie das denn jemals? Hä? Ach ja, durch die 3 wird sie das. Okay. Das geht noch nicht. So, wenn die 6 hier fertig ist, ist natürlich hier nichts. Die 6 ist fertig, ja. Also hier ist nichts. Ich habe noch 5 remaining. Irgendwann wird sich das von selbst erledigen, denke ich mal. Die 3 könnte hier liegen. Dann würde das passen. Sie könnte... Ach, guck mal, die 3 muss hier sein. Da sind ja nur noch 3 übrig jetzt. Also das und das. Dann haben wir die 3. Und jetzt, damit die zusammenliegt, muss es natürlich hier sein. Und da kann nichts sein. Dann ist die erledigt. Dann ist die 3 hier jetzt schon erledigt. Und da kann nichts sein. 2 remaining können auch nur noch die beiden sein. Aber wir gehen es mal von der Logik her durch. Hier kommt die 3. 1, 2, 3. Und weg. Und hier ist die 2, da ist schon einer und da kommt noch einer. Ich mache sie mal schon mal weg und dann mache ich den hier. So. Gut. Zack. Wow, das ist... Uff. Ich sehe eine 0. Ich sehe eine 0, ich klicke. So. Sehe ich sonst noch irgendwo was Sinnvolles? Hier ist eine auseinandergerissene... Nein. Hier ist noch eine 0. So. Ah, 2. Wie dankbar. Okay. So, aber... Hilft nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist einer zu viel.
Die 6 könnte doch hinhauen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also die sind es alle. Das wären sie auch von Anfang an gewesen. Da habe ich jetzt noch nicht mal viel für beigetragen. Also die 6 müssen wir so machen. Dann ist sie auch weg. Wo hat mir das was geholfen? Bei der 1 hier zum Beispiel. Dann ist nämlich hier nichts, da nichts, dort nichts. Die 0 nehme ich gerne an. Die 1 ist weg. Diese beiden Einsen können nur hier sein. Zusammenhängende 3 ist natürlich hier. So, weg damit. Die 2 ist fertig, zack. Die 1 ist hier. Die 2 kann nur hier sein. Hier führt leider gar nichts runter an der Seite, ne? Ach, guck mal, hier ist ja komplett eine 0. Die ganze Spalte durch. Also da nichts, dort nichts, hier nichts. Auseinandergerissene 2 muss also auf der Seite weitergehen. Das heißt, da ist nichts. So. 2 muss hier bedient werden. So. Die 2 sowieso. Da und da. Also wie gesagt, die ist eine von denen. Hier wird es ehrlich gesagt schwer. Wo ist denn da? Hier ist die 5. Aber da sind noch zu viele ungeklärt. So wollte ich es machen. Seid nicht so voreilig. Ja, ich habe es ja gemerkt mit der 0. Okay, das gilt dann natürlich auch hier, stimmt schon. Also aufmachen, aufmachen, aufmachen. Die 2 haben wir. Das ist uneindeutig. Okay, jetzt muss ich mal schauen, wo hier noch was geht, wo hier irgendwas... Hier hängen Sachen zusammen, aber da habe ich noch keinen Anfang. Hier... Das ist zu viel noch für die 5. Die 3 geht nicht, die 2 habe ich, die 2 ist nicht eindeutig. Die 3 ist eindeutig, würde ich mal sagen. Habe ich ja noch gar nicht entdeckt. Zack, zack, zack. Was hilft uns das? Mit der 4 irgendwas? Noch nicht so wirklich viel. Achso, die 2 ist ja eine von den beiden. Sprich 1, 2, 3, 4. Dann kann da ja nichts sein, ne? Genau, so. Auseinandergerissene 2 ist dann hier und da ist nichts. Die 3 ist so fertig. Jetzt wird es interessant. Wenn die 3 zusammenhängt, dann kann sie maximal 1, 2, 3 hier runtergehen. Und da kann sie dann also nicht sein. So, ich mache das mal wieder. Nein, ich drücke immer falsch. So, die 2 kann wieder nur hier sein, logischerweise. 4 hilft mir noch nichts. Ah, gucke mal hier, zusammenhängende 3. Wow, das ist ziemlich eindeutig. Das war eine coole Hilfe. So, die 2 ist so. Das heißt, die 3 ist hier. Damit ist sie erledigt. Und das ist, da ist nichts. Das ist die 3. Die 4 dürfte fertig sein. 1, 2, 3, 4. Da ist nichts. 4 fertig. 3 so fertig. 2 fertig. Da nichts. Damit ist die 4 sowieso erledigt. Ich kann auch mal die Nullen wegmachen, ne? So, wenn wir schon dabei sind. Wo ist denn hier? Ach, das war das, genau. Das war die 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das ist das. Hier ist noch eine ganze Menge mit der 6. Mit der 4 sieht es kaum besser aus. Da sind insgesamt 5, die in Frage kommen. Ich weiß, dass das mit den Tipps zurückhalten schwierig ist, weil die Leute immer so unentspannt sind. Weil man hier nicht mal sein eigenes Ding machen darf. Mensch, lasst euch doch nicht triggern. Aber ja, ich kann es verstehen. Aber ich mache ja an anderen Stellen weiter. Also, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier jetzt 10 Minuten an einer Ecke hänge. Also, das könnte schlimmer sein, finde ich. So, 3. Wo machen wir denn mal weiter? Ah, guck mal, die 2 ist noch nicht. Das heißt, da ist der dritte von... Nee, der vierte von 5.
Jetzt ist es einer von den beiden. Aha, das heißt, wenn es nur einer von den beiden hier ist, müssen ja die anderen beiden, um die drei zu kriegen, hier sein. Also so zwei. Ich glaube, es bringt mich nicht viel weiter. Welcher ist es denn jetzt hier? 6, 1, 2, 3, 4. Das ist immer noch zu viel. Das ist auch zu viel. Hier gibt es leider nichts senkrecht. Ach, gucke mal hier. Die 3 habe ich schon fertig. Also da ist nichts und da ist nichts. Weg mit der 3. Die 2 ist so. Die 1 ist hier. Huch, jetzt habe ich die 4 einfach gelöst. So, zack. 2 hier runter. Das ist noch keine Aussage, ehrlich gesagt. Hier ist noch die... die zusammenhängende 3. Das heißt, es muss der sein. Dann ist es der nicht. Und das kann weg. Auseinandergerissene 2 kann dann ja nur einer von den beiden sein und der, ne? Also es können nicht beide sein, sprich der zweite muss hier sein. Also da muss einer sein. Dann haben wir hier die... Komme ich immer noch nicht weiter. Hier die 4 komme ich nicht weiter. Okay, was war jetzt hier der Gedanke? Hier ist eine 2. Es kann natürlich der sein... Gilt das dann als... Das gilt als auseinandergerissen. Ja, genau, klar. Wenn es der ist, kann es aber auch der da oben sein. Schwierig. Ich glaube, da wird es jetzt nochmal fies. Das hilft mir nichts. Was haben wir denn hier noch? Also nochmal, jetzt haben wir hier... Nee, ist immer noch einer zu viel. Ach, hier ist ja die 1. Gucke mal, also da muss was sein. So. Jetzt haben wir nämlich die 4 fertig. 1, 2, 3, 4. Und da ist nichts. Wenn da nichts ist, muss das die 2 sein. Und dann ist die damit erledigt. Sprich, hier ist nichts. So. Okay, 3 ist auch klar. Die 2 ist fertig. Die 1 ist fertig. Nichts. Die 4 ist auch fertig nebenbei bemerkt. So. Die 1 ist fertig. Die 1 ist hier. 1, 2, 3, 4. Das muss die sein, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So. Die 5. 6. Das muss mir doch diese 6 dabei helfen. Ich habe schon 4. 1, 2, 3, 4. Irgendwo muss ich was auslassen. Momentchen mal. Hier habe ich keinen Hinweis auf die... Achso, die 3 ist ja fertig. Also da ist nichts. Haha. So, sprich, ich habe 1, 2, 3, 4 und kann noch 2 machen. In der Reihe habe auch 2 remaining. Also zack. 6 kann eigentlich schon weg. So. Puh. 0, 0, 0, 0. Ich sehe die 0. So. Was haben wir denn hier? Auseinandergerissene 2. Das heißt, eine kann nur da sein. Genauso wie hier. Also den teilen sie sich ja beide. Wo hier was ist, weiß ich nicht. Ach, das wird doch wieder schwer. Die 1 ist blöd. Die 2... Das ist noch zu viel für eine 3. Oh, wir haben schon über eine Stunde rum, also da vergeht die Zeit. Das geht nicht. Das ist alles zu viel hier. Auseinandergerissene 5. Ich würde gerne lieber was Zusammenhängendes machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind's. Was heißt denn das in so einer Senkrechten eigentlich? Das heißt doch, dass das Ende... Das heißt eigentlich genau das gleiche, wie wenn die Waben so außenrum gehen, ne? Das Ende muss auf jeden Fall dabei sein. Kann das sein? Weil ich kann ja schlecht die 5 jetzt, hier die 5 nehmen und den als letztes übrig lassen, dann ist ja nichts auseinandergerissen. Also es muss mindestens die offene Position an der zweiten Stelle sein. So, und das zählte als Spalte, nicht als auseinandergerissen. Also behaupte ich, da muss sein und da muss sein. Und irgendwo in der Mitte ist eher die Lücke. Ich mach's einfach mal, bevor ich jetzt hier ewig drüber nachdenke. Hilft mir auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Oder? Puh.
Also, wenn hier einer von den beiden ist, dann muss da halt auch einer von den beiden sein. Was hilft das? Ah, beziehungsweise, klar. Die auseinandergerissene 2, die sich hierauf verteilt, spielt ja mit der 1 zusammen. Dann ist die 1 also irgendwo hier. Dann kann eigentlich die ganze Spalte durch diese 1 nicht mehr sein, würde ich sagen. Ich mache alles auf. Der Erfolg gibt mir recht. Die 1 ist irgendwo hier. Okay. Das hat auch nicht so viel geholfen. Also diese beiden Zweier kombiniert man jetzt hier. Hilft mir nicht so viel. Muss aber so sein. So. Macht die 5 erstmal wieder weg. Ach, guck mal hier, die 2. Hä? Das war vorher schon so, ne? Die 2 ging ja nur noch hier. Also, da und da. Geht das? Ja, doch klar, ich muss ja eine Lücke lassen hier. Also, wenn die 2 sich hier rüber verteilt, dann hilft mir das ehrlich gesagt gar nichts. Wenn die auseinandergerissene 2. Nee, die kann trotzdem hier liegen. Ah. Ah, das ist ja blöd. 1, 2, 3. Ja, wo ist die 4? Hier ist die 5 von der Spalte. Wo ist die 4? Wenn sie hier ist, kann man die. Ach nee, die 2 wird ja auseinandergerissen. Also kann sie hier nicht sein. Die muss da drüben stattfinden. Also hier ist nichts. Hier ist die Lücke und hier ist die 5. So, 5 ist erledigt. Okay, die 3 wird natürlich so vervollständigt. Damit ist die. Ist egal. Die 1 ist fertig. Also da nichts. Die 2 braucht den hier noch. Auseinandergerissene 2 weiß ich nicht. 3 kann ich nicht wissen. 2 kann ich nicht so genau wissen. Das ist jetzt gerade hier alles schwierig, glaube ich. Die 1 war da oben irgendwo. Ach, guck mal hier, auseinandergerissene 3 heißt. Oh, das kann gar nicht unbedingt eindeutig sein, oder? Ich muss jetzt irgendwo noch einen dritten setzen, den könnte ich. Ah, hier könnte ich ihn nicht setzen, dann wäre es ja eine zusammenhängende. Also da kann nichts sein. Und ich glaube, das hier zählt alles mit, ne? Ah, scheiße, da bin ich mir immer unsicher. Ich glaube, diese ganze Spalte zählt. Oder? Ich meine, es sind immerhin welche dazwischen. Nee, die zählen natürlich mit. Also das wäre auch auseinandergerissen, wenn ich es dahin packe oder dahin. Also hier ist alles möglich. Das war nicht möglich. Das ist auch wieder möglich. Blöd. Okay, das ist. Ah, die 1 kann natürlich nur auf einem von beiden sein und die andere 2 muss ja hier sein. Ne? So viel ist ja klar. Also ist das einer. Damit haben wir hier die auseinandergerissene 3 und hier unten kann nichts sein. Ah. Weg damit. Die 1 ist bedient, da ist nichts. Die Zweier werden so bedient. Okay, haben wir uns daran gefressen. Ah, jetzt kann ich das gleiche hier machen, ne? Also die 2 ist irgendwo hier, sprich die 1 ist auch irgendwo hier. Dann kann ich das hier alles aufmachen. So, die 2 sind eigentlich klar. Das ist genau das gleiche wie hier. Jetzt haben wir, was haben wir denn hier? Oh, das ist alles ja. Sehr komisch. Wie sieht es hier mit der 4 aus? Bringt mir auch nicht viel. Der 2. Oh, nee. Die 5 ist auch alles andere als eindeutig. Was hilft mir die 4? Ich habe noch 3 übrig. Oh, das könnte jetzt natürlich fies werden. Beziehungsweise ich habe nur 3 übrig, muss man ja auch bedenken. Wenn ich jetzt einen nach außen lege. Also einer kommt von der 3, einer kommt von der 2. Irgendwie hat hier jeder einen. Und ich glaube, um das am besten zu kombinieren, muss ich die 3 mittleren nehmen. Nee, das ist zu viel. Das ist zu viel. Dann hätte der hier noch 2. 1. Da muss man eher nach außen legen. Also. Weil die dürfen sich gar nicht so viel überschneiden. Oder? Also hier, der
der dritte. Dann ist das der zweite. Dann sind die beiden bedient. Also wenn ich das so machen würde. Das ist jetzt echt schwer gerade im Kopf nachzuvollziehen. Also hier einer wäre Minimum und hier einer für die zwei und die drei. Naja, dann hätte ich nur zwei verbraucht. Das wäre echt zu wenig. Ah, es geht, glaube ich, noch nicht so ganz eindeutig. Wie kriege ich denn raus, welche von denen die eins ist? Wo gibt es denn da den Hinweis, wenn ich mal fragen darf? Wäre das jetzt schon möglich? Ach, über den dann später. Das hier wird ja eine 2. Die 4 hilft mir noch nichts. Also nochmal, um hier eine 4 zu machen, muss ich hier rüber 3 verteilen. 3. Außen, Mitte, außen. Das wäre dann die 3. Mitte wäre die 2 und die 2. Und außen wäre die 3. Es würde passen, aber jetzt ist wieder die große Frage, würde auch was anderes gehen? Vermutlich ja nicht. Weil jetzt mal zum Beispiel die drei mittleren, hatte ich ja schon gesagt, geht nicht, ne? Dann ist das die 3, das ist die 2 und dann die beiden dürfen es nicht beide sein, sagen wir mal so. Also einer von denen muss schon mal eine Lücke haben und die beiden dürfen es ja auch nicht sein. Ist damit ausgeschlossen, dass es die. Was ist, wenn ich die Mitte weglasse? Dann kriege ich zu wenig zusammen, ne? Dann habe ich nur den für die beiden und den für die beiden. Dann ist auch alles blockiert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es die äußeren sein müssen. Also hier so drei mit Lücke. Auf jeden Fall passt es. Das ist dann die drei, das ist die zwei, das ist die zwei und das ist die. Das mache ich jetzt einfach mal. Sieht gut aus, würde ich sagen. Dann ist das jetzt hier die 4 und da ist nichts mehr. Puh. Und ich bin kaum vorangekommen, wenn ich mir so die Reihe angucke. Wird ein ähnliches Prinzip sein. Also ich kann jetzt hier noch 4 verteilen. Ich weiß gar nicht, was da hinkommt, aber ich meine, hier habe ich 4 in der Mitte, aber die kann ich natürlich nicht alle nehmen. Ach so, im Grunde muss ich hier einen machen. Und da einen machen, sprich. Oder? Nee, muss ich nicht, wenn da unten. Doch, doch, doch. Ich kann ja hier nur einen von beiden nehmen, um die drei zu füllen. Und ich kann hier nur einen von dreien, von zweien nehmen, um die drei zu vervollständigen. Also hier in die 4 Felder kommen zwei Dinger rein. Und hier kommen auch komplett zwei rein, damit ich insgesamt zu der 5 komme. Behaupte ich jetzt mal. Ich weiß halt nur nicht, welche das jetzt sind. Shit. So, das half mir nichts. Tja, wie komme ich denn jetzt weiter? Jetzt haben wir hier eine 3. Da eine 3, da eine 5. Die sind alle noch nicht so ergiebig. Die 2 auch nicht. Selbst die 4 nicht. Verdammt noch eins. Okay, was ist denn hier? Ich muss mal hier ein bisschen mehr checken. 1, 2, 3. Ah, guck, die 3 habe ich komplett, also kann da nichts sein. Auseinandergenommene 2 kann nur hier sein, da ist nichts. Okay, das hätten wir zumindest. Die 3 war sowieso schon fertig. Diese 4 kann jetzt nur noch hier vervollständigt werden, würde ich sagen. Weil einen haben wir, noch einen haben wir, zwei sind noch übrig. So, die 4. Dann haben wir die 3 eindeutig. Tschüss, Vanessa. Danke fürs Einschalten. Okay, die 3 ist fertig, also ist da nichts. Aha. Okay, wenn die 2 auseinandergerissen ist, kann da nichts sein. Die 3 muss hier vervollständigt werden. Die 3 ist vollständig, da ist nichts. Die 3 muss hier sein. So, die 3 ist fertig. Also die ist noch nicht fertig. Die hat dann da was. 1, 2, 3, 4 ist fertig. 5 ist fertig. Uff. Das ist ganz schön mühsam, hier diese Spalten durchzugehen. Also 4, sprich, ich habe noch 3 übrig. Sind wahrscheinlich wieder die äußeren. Oder?
Ja, innen wird hier alles zu eng mit diesen Zweiern. Die haben ja alle schon irgendwo Kontakt. Sprich, da für den Zweier, da für den Zweier und da für den. Ja. Ja. Ich mach's. Ich denke es jetzt nicht bis ins Letzte durch, weil es sieht für mich höchst logisch aus, ohne es hundertprozentig sagen zu können. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. Nichts, nichts. Die 2 ist ready. Also hier nichts. Die 2 muss da was haben. Die 5 ist fertig. Ist immer noch schwer hier. An der Stelle. So, die 4 ist im Übrigen fertig. Boah, ich hoffe, hier bleibt am Ende irgendwie. Ach nee, genau, das ergibt sich ja jetzt. Also die 2 ist schon fertig. Da ist nichts, da ist nichts. Die 4 muss hier was haben. So. Die 3 ist fertig, also ist hier nichts. Was mit der 3? Das ist sowieso schon alles fertig. Die 2 ist fertig. Ja, jetzt ist hier schon eine Menge fertig. Also da ist nichts weg. Die 4 ist noch unklar. Die 2. Ah! Die 2 muss hier sein. Da ist nur der eine. Also da. Jetzt ist die 4 deutlich. Hier waren 3, da ist der vierte, da ist nichts. Dann muss der eine hier oben sein. Und jetzt habe ich auch nur noch einen remaining. Der ist natürlich da. Beziehungsweise er kann auch nur da sein. Weil die 2 braucht ja auch noch was. Komisch. So. Puh. Jetzt habe ich hier. Naja. Welt 3. Jetzt sieht man auch die Errungenschaft. Jetzt habe ich hier gerade mal die beiden gemacht und bin schon echt bei einer Stunde 20. Wow. Naja, da sieht man, wo die Reise hingeht. Uff. Ach nö, jetzt gibt es hier Fragezeichen. Okay, auseinandergezogene 3 bedeutet, Lücke ist irgendwo da. Also da und da. Hä? Und da verließen sie mich. Auseinandergezogene 2 bedeutet, da ist nichts und da ist nichts. Komme ich auch nicht weiter. Auseinandergezogene 3 ist klar, das gleiche Prinzip. So, die 1 ist bedient, also da nichts. Auseinandergezogene 3 bei 4 bedeutet, da ist noch was und dann ist da nichts. Hä? Zusammenhängende 2 muss ja dann die sein und da ist nichts. Zusammengehörige 2 ist dann eben hier und da nicht. Dann muss die 1 da sein. Zusammengehörige 2 ist dann dort und da nicht. Auseinandergezogene 2 ist hier und da nicht. Auseinandergezogene 2 ist schon fertig, also hier überall nichts. Die 2 ist fertig, da nichts. Die 1 ist fertig. Die 1 ist fertig. Oh, das geht relativ gut. Die 1 ist da. Die 2 kann nur hier sein. So. Die 2 ist fertig. Die 2 kann nur da sein. Die 2 ist fertig. Oh, 4. Auseinandergezogene 3 hilft mir gar nichts. Das hatte ich auch schon. Das ist schwer. Das ist ja nun ganz ausgeschlossen. Hier auseinandergezogene 3. Also da und da. Ha, das hat jetzt, glaube ich, hier was ergeben. Jetzt haben wir nämlich hier 3. Das heißt, der ganze Rest kann nichts haben. Bup, bup, bup. So. Okay. So, was haben wir hier? Was hilft mir das? Was hilft mir das? Wo muss diese 4 liegen? Ging mir schon mal so durch den Kopf. Also, wo sie nicht liegen kann, ist zusammenhängend hier. Eine von den beiden muss. Aber sie hat viel zu viel. Die hat 6 insgesamt, ne? Sie kann nicht da zusammenhängend liegen. Sie kann nicht da zusammenhängend liegen, würde ich sagen. Sonst haben wir hier die Dreier überladen. Sprich, hier ist irgendwo eine Lücke und hier ist irgendwo eine Lücke. Dann haben wir 2 insgesamt weg von 6. Dann haben wir die 4. Sprich, sie muss auf jeden Fall da liegen und da liegen. Dann haben wir die auseinandergezogene 3 fertig und hier ist nichts. Dann muss die 3
dahin. Und diese drei. Nee, das ist kein Anfang. Oh. Ah, guck mal, hier, die 4 ist schon fertig. 1, 2, 3, 4. Das heißt, da kann nichts sein. Würde ich sagen. So. Die 3 muss jetzt natürlich hier fertig gemacht werden und die genauso. Also da ist was. Damit sind wir da fertig. Die 5 bringt mir noch nichts. Die 1 bringt die 4 erst recht nicht. Oh, wow. Das Fragezeichen ist echt mies. Gab es das im Vorgänger schon? Was mache ich aus der 4? Hier sind auch 5. Das wird auch schwierig. Hier ist noch zu viel. Die 3 kann eine Menge sein. Die 2 kann eine Menge sein. Was ist denn das hier? Bringt mir auch nichts. Also die können beide nicht getroffen sein, weil die 2 hat schon den. Sprich, hier muss eine Lücke sein. Dann muss die 3 auf der Seite beide haben. Nämlich so. Scheiße. Das, ja, ich habe den hier unten übersehen. Nein! Ah! Einmal neu. Ah, das ist immer das Ärgerliche daran. Also auseinandergezogene 3. 1 ist fertig. So, da ist fertig. Ach je, wie hatte ich denn hier den Anfang? Der und der. Auseinandergezogene 2, also der und der, das hatte ich. Stimmt, und jetzt kann die auseinandergezogene 3 nur noch so sein. Die 2 ist. Oh, hier, ja, war ich noch gar nicht weiter, ne? Die 2 ist fertig, so. Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Auseinandergezogene 2, dann kann also hier nichts sein. Die 2 muss da sein. Bringt mich gerade nicht weiter. Was hatte ich hier? Hier ging es relativ gut voran. Zusammenhängende 2 war so und da nicht. Und die war da und da nicht. Und die 1 war da. Und die war da und da nicht. Die war auseinandergerissen und da nicht. Die war schon fertig. So war das, genau. Die konnte nur hier sein. Die ist fertig. Die ist fertig. Die 1 ist fertig. Die 1 ist fertig. Die muss da sein. Die muss da sein. Die ist fertig. Ich glaube, hier war ich ungefähr. Also hier drin war ich noch fertig, aber wie war das jetzt noch gleich? Die 3 musste hier so sein. Ach genau, die 3 war fertig. Das heißt, das hatte ich alles aufgelöst. Zack, 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 zack. So. Oh, wie war denn das jetzt? Ach ja, mit der 4, genau. Also hier war die Lücke, hier war die Lücke. Also da und da hatte ich. Dann war die 3 fertig und da war nichts. Die 3 muss hier fertig gemacht werden. Und dann hatte ich mit der 4 geguckt, ne? Die 4 ist fertig, also ist da nichts. Das war so. Okay, relativ schnell wiederhergestellt. 1, 2, 3. So. War ich jetzt hier schon weitergekommen? Genau. Da war der falsche Rückschluss. Also ich hatte hier gedacht, die 2 kann ja nur. Also hier muss eine Lücke sein und dann muss aber da. Muss aber da auch eine Lücke sein, also hilft das nichts. Schade. Ach, guck mal hier, die 3. Die muss ja hier hin, aber das hatte ich wahrscheinlich vorher auch schon. Die muss da, ja, die muss da hin. So, dann ist die 3 irgendwo hier, kann ich auch nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Das ist ja, das kommt wahrscheinlich wirklich ganz zum Schluss, wenn ich hier noch Remaining oder eben nicht habe. Die 1 geht nicht, die 2 geht nicht. Die 4 geht ja auch überhaupt gar nicht. Was ist mit der 5? Wir haben 3. Ah, das bringt mich nicht sehr viel weiter. Was ist hier? 2 haben wir, 3 noch offen. Einer davon ist es nicht, um die 4 zu treffen. Welcher ist es nicht? Beziehungsweise welche können nicht nebeneinander sitzen? Es muss hier unten eine Lücke sein. Das heißt, der muss es eigentlich auf jeden Fall sein. So könnte man ja auch mal argumentieren, ne? Oder? Ja. Also die können es nicht beide sein. Aber es kann aus Sicht dieser 2 der sein und der sein. Und aus Sicht der 3
Ja, könnten es zwar beide sein, aber das hat der ja schon limitiert. Aber aus Sicht dieser zwei. Auch keine Ahnung. Ich gehe einfach nur von der 2 aus. Also hier muss irgendwo die Lücke sein und da muss sie, da kann sie nicht sein. Geht dann das andere auf? Dann ist die 3 hier fertig. Ich sag mal, das geht. So, die 3 ist fertig, also ist da nichts. Huhuhuhu. Okay, wo ist da die Lücke? Die 2. Tja. Das ist mir ja relativ unklar. Achso, hier die 5. Nee, da oben geht's auch nicht. 1, 2, 3, ja, und einer von denen. Shit. 5 ist auch nicht klar. Die 3. Achso, was ist denn mit der auseinandergezogen? Das hilft mir auch nichts. Risiko. Okay, was mache ich denn hier? Auseinandergezogene 2 ist klar, hilft mir aber nichts. Ja, 3 ist auch nicht hilfreich. 2 ist nicht hilfreich. Die 2 hat da schon einen, aber da weiß ich nicht, wo es weitergeht. Oh Mann. Da weiß ich auch nicht, wo es weitergeht. Hier ist die 4. Toll. Wow. Was habe ich denn aus den dreien hier gewonnen? Ach so, Moment. Die können hier nichts doppelt haben, kann das sein? Ich soll eine 4 wieder sichtbar machen, die? Oh. Warte mal. 1, 2, 3. Naja, obwohl, jetzt kann ich den aufmachen. Meintest du die? Ja. Das war wahrscheinlich der dezente Tipp. Genau. Aber, ja, genau, die stimmt jetzt, also mache ich da auf. Jo. Der Tipp war gut. Ich weiß nicht, ob er mich jetzt weiterbringt. Vielleicht. Also die 1 bezieht sich jetzt halt auf eins der drei Felder. Und da die 2 hier noch irgendwo bedient wird, kann es die nicht sein, würde ich sagen, mit der 1. Okay, die 2 muss natürlich irgendwo da. Aber wie ist das mit der 3? Die 3 kann nur noch da bedient werden. Also, das ist die 3, dann ist das die 2, dann ist da nichts. Wenn da nichts ist, braucht die 1 hier was. Und damit ist. Keine Ahnung. Noch nichts ausgesagt. Die 2 kriegt den hier, dann ist die 2 da auseinandergerissen. Die 2 ist bedient. Oh, eine 4. Oh je, meine. Na, das hat sich ja hier toll getroffen. 2 haben wir schon, genauso wie bei der anderen 4. Kann vieles bedeuten, ehrlich gesagt. Der 3 komme ich hier jetzt gerade auch nicht recht weiter. Auseinandergezogen 2 kann hier auch vieles bedeuten. Okay, warte mal, wenn hier die 1 ist. Ich meine, ist klar, dass hier irgendein Feld davon getroffen wird. Aber eins eben auch nicht. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, da muss es das sein, was noch dabei ist. Ja, was hilft mir denn das? Nicht viel, würde ich sagen. Also die eins ist da oder da und eine Lücke ist. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf und brauche 4. Ja, also einer fehlt hier. Da ist auf jeden Fall dabei. Jetzt habe ich, bei der 4 habe ich 3 und muss hier auch noch einen auffüllen. Es könnte jetzt natürlich einfach die Mitte sein. Es könnten aber auch die beiden sein, glaube ich. Und das hier wird sowieso schwer. Das muss eigentlich auch über Remaining gehen. Also was es natürlich nicht sein kann, ist die beiden oder die beiden, ist klar. Aber es kann ja halt von jedem Vierer hier außen sein oder sie teilen sich die Mitte, behaupte ich jetzt mal. Andererseits, wie soll ich das da jemals klären? Ging hier was? Zwei, drei, vier, fünf, das weiß ich nicht. Ja, irgendwann klärt sich das vielleicht mit der 4. Das könnte mir helfen, aber hier ist echt noch total viel offen. Also, die 2, wenn die hier ist und nicht da. Was heißt das?
die 2 da bedient wird oder die... Da sehe ich jetzt noch nichts Eindeutiges. Die 3 kann da offen gelassen werden. Also, ach so. Nee, nee, da mache ich den gleichen Fehler wie am Anfang. Also die 2 ist nur einer von den beiden. Das heißt, die 3 ist aber auch nur einer von den beiden. Die 2 ist einer von den beiden, das hilft mir nichts. Die 2 ist einer von den beiden, das ist immer so entweder oder. Das bringt mir irgendwie gerade nicht weiter. Die 2 kann hier unglaublich viel sein. Was es nicht sein darf, ist... Na, geht sowieso nicht, die beiden. Also einer von den beiden ist frei, aber... Was hilft's mir? Ich war ursprünglich mal an der Stelle, ne? Und wollte gucken, ob die Dreier sich hier überlagern. Hier muss es doch auch einen Anfang geben. Also, jeder von den Dreiern hat 4, muss also einen auslassen. Wenn ich... Ich kann die Mitte nicht auslassen, die sie sich an sich teilen. Weil dann hätte ich sie beide hier an der 1 dran. Das geht nicht, kann nur einer sein. Sprich, sie müssen sich... Müssen sie sich die... Nee, die Mitte dürfen sie sich auch nicht teilen, weil irgendwo muss unten die 1... Ach, das ist doch scheiße. Wenn jetzt hier die 1 ist... Das kann auch wieder viel bedeuten, wo da die Lücke ist und so. Ach, Mann, wie blöd. Aber, da ich den zweiten hier noch bedienen muss, muss doch bei dem... Ja, da ich dann Dreier hier nicht reinquetschen kann in 2, muss einer von den beiden der Zweier sein. Kann das sein? Beide können es zum Beispiel auch schon mal nicht sein. Das kommt auch dazu. Einer muss es sein, beide können es nicht sein. Fangen wir erstmal so an. Wenn es einer sein muss, dann können es die hier nicht sein, bei der auseinandergerissenen 2. Dann würde ich die jetzt hier aufmachen. Ja, doch. Die mache ich auf. Okay. Die 4 ist sehr eindeutig. Das gefällt mir. Gut. Die 2 ist bedient. So. Die zusammenhängende 2 ist hier. Dann ist sie nicht da und nicht da. Und die 2 muss hier noch bedient werden und die 1 auch. So. Okay, bin ich einen Schritt weiter. Das ist die 2. Puh. Diese 2 wird jetzt halt irgendwo hier bedient. Und zur Folge hat es, dass die beiden auf jeden Fall es sein müssen. Und dann eben da oder da. Ja, das kann ich nicht wissen. Aber deshalb mache ich die jetzt auch noch nicht, falls ich da einen Denkfehler habe. So, hier haben wir nichts Senkrechtes mehr. Das ist blöd. Die 3 ist natürlich irgendwo da, aber was hilft's? Die auseinandergerissene 3 ist jetzt auch schwer, würde ich sagen. Kann sie hier liegen? Es sind insgesamt 5, es sind nicht 4, deshalb funktioniert das Prinzip nicht. Ach, so ein Schrott, ey. Hm. Sagen wir mal so, wenn ich jetzt die 2 nochmal betrachte. Die 2 kriegt ja hier auf jeden Fall noch einen. Das heißt, die kriegt auch einen. Aber die kriegt halt auch einen von denen, aber was hilft mir das? Pff, hier sehe ich nichts Eindeutiges in der Gegend tatsächlich. Ah, Moment, wenn die 3 hier noch den blauen hat... nee, der muss ja nicht sein. Und da auf jeden Fall noch... Moment. Also wenn die 3 da den blauen hat und diese 3 dann auf jeden Fall einen von den beiden hat. Ja, jetzt kommt nach dem Ausschussprinzip. Dann wäre die 3 bedient. Mit denen hier unten zum Beispiel. Oder mit so mit den 3. Dann dürfte es hier nicht sein. Ist die Frage, wenn da nichts ist, geht das auf? Ja, dann könnte die da immer noch da oben was haben. Und die könnte da was haben. Das würde gehen. Da nicht. Dann hat die den dann... Ah, das ist leider nicht eindeutig, finde ich. Okay, die 2 oder die 2, was sagt mir da? Also hier die 2, das sagt mir eigentlich nichts. Die 3 ist unklar.
Selbst wenn ich hier zwei nebeneinander liegen habe, kann ich ja den dritten immer noch wegreißen. Also das sagt eigentlich auch nichts. Was geht denn hier nicht? 1, 2, 3, 4, 5. Das würde sogar gehen. Also es geht eben nicht, weil die 1 muss ja unten bedient werden. Also ich kann hier nicht durchgängig von der bis zu der das belegen, sage ich mal. Ja, das geht nicht. Also hier muss irgendwo eine Lücke sein, aber habe ich einen Anhaltspunkt, wo die ist? Nicht wirklich. Ich kann auch hier alles machen und das stört die drei nicht. Okay, okay. Ach, guck mal hier. 1, 2, 3, 4. Boah. Ja, manchmal muss man sich dann so eine Reihe endlich mal angucken. Also, die 4 ist bedient. Zack, zack, zack. Wow. Dann kann die 3 nur noch da sein. Okay. Und die hat auch nur noch eine Möglichkeit, sehe ich gerade. Die 2 ist fertig. Also, zack, zack. Dann haben wir jetzt hier nämlich eine Lücke, die als einzige hier möglich ist. Also den muss ich machen und den, damit die 3 bedient ist. Genau. Jetzt haben wir die 2 nämlich fertig. Also ist da nichts. Zack. Das ist die 1. Die 3 geht auch nur noch hier, sage ich mal. Ja. Die 1 ist fertig. Die 1 ist fertig. Oh, jetzt tut sich ein bisschen was auf. Oh. Die 2 muss hier bedient werden. Haha, damit ist die 3 fertig. Zack. Da hänge ich wieder kurz. Die 3, die 2, die 3. Schwierig. Okay, die auseinandergezogene 3 ist fertig. Also ist da nichts. Eine 4. Ach scheiße, sind noch 2 offen. Geht nicht. Ach, Menno. Jetzt habe ich gerade wieder einen kurzen Flow gehabt. Da haben wir uns, glaube ich, überschnitten mit dem Tipp. Aber vom Timing her hat es ganz gut gepasst, Felix. Es war okay, dass du nachgefragt hast. Ich denke, jetzt geht's gerade. Für einen kurzen Moment. So, was machen wir denn hier aus der 4? Einen haben wir schon. Das geht hier immer noch nicht eindeutiger. Ach so, guck mal. Die hat schon 3. Das heißt, von den beiden ist es nur noch einer. Hier ist auf jeden Fall eine Lücke. Das heißt, das ist einer, 2, 3, 4. Dann ist es hier, glaube ich, der ganze Rest. 1, 2, 3, 4. Ja, behaupte ich mal. Also, auf jeden Fall der und der. Und jetzt haben wir hier nämlich die 1. Dann ist da nichts. Oh. Okay, die 4 kommt jetzt dahin. Und die 4 muss den ja auch haben. So hat sich das hier oben erschlossen. Also 1, 2, 3, 4. Gut. Also die 4, einer von denen. Oh, die 3 ist fertig, also da nichts. Die 3 wird hier fertig und das ist auch so der zentrale Punkt von allen, würde ich sagen. Die 3 muss hier auch fertig werden. Ja, ja, das ist, hier muss was rein. Damit ist die 2 fertig, hier kann nichts sein. Und die 2 muss noch vervollständigt werden, die 3 muss vervollständigt werden, die 3. Also hier ist was, die 2 ist fertig, zack. Ich habe jetzt schon nur noch einen remaining. Der muss halt hier rein, wegen der 4. Beziehungsweise die 2 ist fertig. Fangen wir mal so rum an. Also hier kann nichts sein. Die 2 muss noch fertig gemacht werden. Die 3 muss noch fertig gemacht werden. Die 4 muss noch fertig gemacht werden. Also hier. Und da ich jetzt keinen remaining habe, kann hier in der Mitte nichts sein. Deswegen die Fragezeichen umkreisen das hier so. Zack. Wow. Puh. Übel. Einen machen wir noch und dann war es das für heute, fürchte ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich will eine Null. Gibt keine Null. Oh, hier ist schon einer vorgegeben. Das ist ja interessant. Okay, wenn das hier 3 werden sollen, dann muss ich die anderen beiden auch noch machen. So. Die 2. Ach, das ist ja praktisch. Die 2 ist auch schon fertig. Also hier nichts, da nichts, dort nichts. Da nichts. Auseinandergerissene 3 bedeutet auf jeden Fall da wieder einer. Zusammenhängende 2 bedeutet den und hier nichts. Und die 1 ist da und die 3 kann nur das sein und die 2 ist fertig und die weiß ich nicht. Oh, die weiß ich tatsächlich nicht. 3 ist... Ah nee, Quatsch, kann gar nichts sein. Muss überhaupt nichts sein. 4 muss auch nichts sein. Ah gut, bringt mir nicht so viel hier. 2 kann natürlich nur so sein.
Die 1 ist geklärt. Zack, 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 zack. Weg. Die 3 ist auch klar. Die 2 kann ja nur das sein. Damit sind die Einsen geklärt. Hat man die kleine Uhr gerade gesehen? Ich hatte an dem Mauszeiger die Windows-Uhr. Ist es schon so spät? Viertelstunde habe ich noch. Also die Einsen sind geklärt. Da nix, da nix. 1, 2, 3, 4, 5. Fertig. Das hier ist sehr uneindeutig. Da haben wir schon 2 von 3. Der kann es nicht sein, sonst würde die 3 zusammenhängen. Die 4 ist fertig, also ist da nichts. Hilft mir aber nicht so viel. Die 3, ja, ist halt einer von denen. Das kriege ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht hin. Die 3 sagt mir nichts. Auseinandergezogene 2, dann kann es die nicht sein. So. Ja, gut, eine von den beiden hilft mir auch nichts. Hm. Sag mal, oh, gucke mal, die 3 ist komplett. Das ist immer sehr befriedigend, wenn man sowas schon aufmachen kann. Oh, und ein Nuller, jawohl, ich stürze mich drauf. Und die 1. Und die 2 hier. Und die 2 ist fertig. Und die 1 ist fertig. Und die 3 kann nur so sein. Und die 3 kann nur so sein. Und die auseinandergenommene 2, die ist sowieso schon vollständig hier. Also den und den und weg. Und diese Fragezeichen stören etwas. Was haben wir hier? Auseinandergerissene 3. Naja gut, das hilft nicht viel. Hier ist eine... Ah, hier ist eine... Hä? Die war ja von Anfang an schon fertig. Hier sind die Fragezeichen. Hier ist eine zusammengehörige 6. Dann könnte es ja nur noch die 3 sein. Faszinierend. So, zusammenhängende 2 ist die. Auseinandergerissene 2 bedeutet... Hier nichts, da nichts. Und da ich außerdem schon 2 in der Reihe habe, ist hier auch nichts und da auch nichts. Das war die 2. Die 5 kann nur noch vervollständigt werden, wenn ich die beiden nehme. 1, 2, 3, 4, 5, würde ich sagen. So. Das war, das ging noch nicht. Das wird schwierig. Das wird. Oh, hier habe ich schon 5. Da sind 6 in der Reihe. Hm. Okay, auseinandergenommene 2. Die ist leider schon auseinandergenommen. Die hilft mir gar nichts. Das ist hier eine Verbindung, wenn man so will, würde ich jetzt sagen. Ansonsten muss ich viel wieder nachholen. Aber ich behaupte mal, hier kann nichts sein, weil die sonst aneinander liegen würden. So. Die 0 hilft mir da gut weiter. Das ist die 2. Damit haben wir die. Die 1 ist fertig. Die 0. Das ist die 1. Das ist dann die 1. Und da ist nichts. Auseinandergerissene 2 ist hier fertig. Also da nichts und da nichts und weg. Die 2 ist das. Die 3 kann jetzt hier nur vervollständigt werden. Die 2 ist fertig. Die 3 weiß ich nicht. Die... Wow, hier ist gerade schwer. Das ist gerade schwer. Die, guck ich hier schon auf diese... Senkrechten hier oben ist auch schwierig. Also die 5 ist noch nicht eindeutig. 1, 2, 3, 4, das ist eine 5 und ich brauche eine 7. Das wird sehr schwer. Das geht auch noch nicht. Wie sieht es mit der 5 aus? Nee, ist auch noch zu viel. Ah! Wenn ich hier eine 1 habe, dann kann die 4 ja nicht an beiden Seiten ankommen. Das heißt... Hier oben liegen 3 und die 4. ist eine von beiden Seiten. Aber hier oben müsste eigentlich was liegen, sage ich mal. Geht da nicht anders, wenn es das beide wären und da mache ich den 4. Oder? Ja, muss es eigentlich sein. So, bringt mich gerade nicht weiter. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt habe ich hier 6, da fehlt immer noch der 7. Ach so, der 7. Nee, der muss nicht hier liegen, ne? Ah, hier sind sehr viele Möglichkeiten. Sehr viele Möglichkeiten.
Momentchen mal. Das hilft mir nichts. Auseinandergenommene Reihen hilft mir auch nichts. So, was ist denn hier der Trick? Die 2 muss hier noch irgendwo sein. Also einer hier. Das ist nicht aussagekräftig. Die 1 kann auch... Achso, die 2, guck mal, die kann ja nur noch da sein. Habe ich übersehen. Damit ist die 1 fertig und die 2 hängt zusammen und dann ist sie nicht da. Die 1 ist fertig, die 3 kann nur hier sein. Die 2 ist jetzt sowieso fertig in die Reihe. So. Nee, ich bleib mal direkt hier. Die 2 ist irgendwo hier, also die zweite 2 ist irgendwo hier. Das heißt, wir haben 1, 2 und hier ist der dritte. Das heißt, es kann hier nicht sein und es kann außen nicht sein, sage ich mal. So, und da kann es nicht sein. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist genau eine Bienenwabe bestehend aus Bienenwaben, sage ich mal. Sprich, der muss es sein. Damit ist die 3 vollständig und das kann es nicht sein. Die 2 ist sowieso vollständig. Okay, die 1 ist fertig. Zack. Okay, den Bereich haben wir. Hat es was geholfen? Bestimmt hier so in die Richtung. 1, 2, 3, 4. 4 ist vollständig. Da ist nichts und da ist nichts. Die 2 ist vollständig. Die 2 ist nicht vollständig. Also so. 1, 2, 3, 4 haben wir. Weg damit. Da ist nichts. Die 6 ist wahrscheinlich auch schon komplett. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also weg damit. Die 2 ist natürlich, verteilt sich hier hin. Geht hier endlich mal was? Das gibt's doch gar nicht. Also damit ich da unten weiterkomme. Ach, die 2. Ja, manchmal übersieht man so Kleinigkeiten. Also die 2 fehlt noch, zack. Dann haben wir hier nämlich die 3 und da kann nichts sein. 3 ist fertig. Gut, endlich da unten aufgeräumt. Haben wir hier, nee, das geht noch nicht. Das geht auch noch nicht. Das sind schon 3. Das wird schwierig. Hier haben wir schon 3 mit der 4. Einer von den beiden ist es. Aha! Also hier sind 3 und der vierte muss einer von denen sein. Weil die 4 ja hier weitergeführt wird. Und es kann dann eigentlich nur noch der sein, weil wenn es der wäre, bräuchte ich noch für die 2 da einen. Also ich glaube, das kann dann nur der sein, den sie sich teilen. In der Mitte. Auf jeden Fall kann es keiner von denen sein. Das ist, glaube ich, viel eindeutiger. Deswegen würde ich die beiden hier aufmachen. Weil die 4, wie gesagt, muss auf jeden Fall hier hin. Die 4. 1, 2, 3, 4. Hier das vierte ist dann auch gleichzeitig zu den dreien das vierte. Ja, also hier kann nichts sein. 0, sehr schön. Eine 1 hilft mir nichts. Dann ist schon die 2. Ja, das ist vielleicht... Ach, warte mal. Was ist, wie sieht es denn hier aus? 1, 2, 3, 4, 5. Nee, da fehlt nur noch einer. Ja gut, dann komme ich jetzt zu meiner Theorie, dass es nur der sein kann. Weil ich habe ja nur noch einen frei in der Reihe, wenn man so will, ja. Und wenn ich den nehme, muss ich auch den nehmen. Also beide kann ich sowieso nicht nehmen, dann ist es hier 5 statt 4. Wenn ich also die 4 dahin lege, muss ich diese 2 dahin legen, dann hätte ich 2 verbraucht. Also es kann nur der sein. Sprich, die 2 ist fertig, die 4 ist fertig. Ah ja, die 2 ist hier noch nicht fertig, also da. Dann ist die 1 fertig. Oh, Fragezeichen, toll. Die 3 ist fertig, da kommt nichts mehr. Wie sieht es denn jetzt mal aus hier mit der immer noch nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kann nichts sein. Ich mach mal die 4 weg. So, die 2 kommt dahin und dann haben wir die 3 hier unten vollständig. Die 2 muss hier hin. So, die 6 war fertig. Die 3 ist schon da. Das heißt, da ist nichts. 3 ist fertig. Aber jetzt wird es nach wie vor schwierig, oder? Shit, wo ist hier was eindeutig? Hier kriege ich nicht mal... Ah, doch! 2 habe ich schon, 3 fehlen noch. Also ist das die komplette 5, würde ich sagen. Ja.
So. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da fehlen halt 2. Das können ja auch nicht die beiden sein. Dann wäre die 1 völlig überfordert. Aber offensichtlich muss es einer von denen sein, denn... Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss noch 2 vergeben. Dann ist also einer hier unten und einer da drin tatsächlich. Aber wenn der hier drin ist, ist die 1 ja auf der Seite bedient. Kann ich mir das dann leisten, dass hier komplett alles wegfällt? Also diese 1 wegfällt. Dann habe ich 1, 2 wahrscheinlich, 3, 4, 5, 6, 7. Dann kommt das dahin und ja, dann haben wir hier unten die 3 tatsächlich. Ja, ich glaube, so geht's. Woher weiß ich denn, welche von beiden das wird? Kann ich das? Das muss die sein, ne? Wegen der 4 dann. Und damit die 3 nach dahin ausweichen kann. Ich glaube, so war's. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Eine von den beiden ist die 6 und hier ist die 7, sage ich mal. So viel steht da fest. Ich hoffe, ich habe richtig geschlussfolgert. Das hier wird auch nochmal lustig mit der... Ah, es wird gar nicht lustig, weil wenn ich jetzt hier die 7 reinverteile, wie gesagt, dann ist die 1 bedient, dann kann hier nichts sein. Genau, die 3 kann nur noch so hier hin. Ah, die 3 auch. Alle 3 hin. Naja, also die kann nur hier sein, genau. Damit ist die 3 bedient und kann hier unten nicht bedient werden. Ich habe noch einen remaining, der muss jetzt hier sein, damit ich auch die 4 noch hinbekomme. Würde ich sagen. Ja. Ich gehe mal ins Hauptmenü. Ich kann da jetzt nicht reinschmummeln. So, das ist das, was ich geschafft habe. In einem Stream nicht mal die Hälfte. Und das ist ja noch die leichtere Hälfte. Also das Ende wird ja erst schwer. Um jetzt mal eine Prognose zu wagen. Ein Stream geht immer 2 Stunden. Also, es sind natürlich definitiv mehr als 2 Streams. Wenn ich gut bin, schaffe ich es in 3. Aber das wäre schon echt rekordverdächtig. Wenn sie alle schreiben, dass das Ding so fies ist, glaube ich nicht, dass ich das in 6 Stunden rocken kann. Wo jemand schreibt, er braucht 12. Und mit dem identifiziere ich mich halt, wie gesagt. Also sagen wir mal, ich lege mich vorsichtig auf 4 Streams fest und bin positiv überrascht, wenn ich es in 3 schaffe. Ja, ach guck mal hier, ich brauche nur noch 2 Punkte, um das freizuschalten. Die werde ich wohl bekommen. Ach, stimmt ja gar nicht, ich bin ja hier. Ich habe gedacht, mir fehlen noch 2. Nee, ich habe ja erst die ersten beiden. Ja, jetzt kommen die Momente, wo es richtig lange dauert, ne? Krass. Habe ich bestimmt an den letzten beiden bestimmt eine halbe, eher dreiviertel Stunde aufgehalten. Oh, weia. Okay, ich habe nichts gesagt, es werden 5 Streams. Vielleicht auch 6. Eher 6 eigentlich. Aber ich glaube, ich habe bisher alles perfekt. Ich habe immer auf die 0 Fehler geachtet. Und das ist mein Ziel. Ja, sieht gut aus, sage ich mal. Felix, wenn du mich noch hörst, vielen Dank fürs Dabeisein und für die Bereitschaft, Tipps zu geben. Ja, ne? Ich hoffe, es war unterhaltsam für dich. Du magst ja sowas. Ich kann verstehen, dass es ein bisschen schwer ist, wenn man da schon die Möglichkeiten überall sieht und entweder ich gerade an einer anderen Stelle weitermache oder ich die Möglichkeit nicht sehe und so. Das verstehe ich natürlich schon, dass das immer etwas schwierig ist bei Let's Playern. Ja, aber hast dich gut zurückgehalten und hast dann doch an der richtigen Stelle den Tipp angeboten. Es ist ja wie verhext bei mir. Es ist ja wirklich meistens so, in dem Moment, wo die Leute den Tipp anbieten, tut sich dann oftmals was, nicht immer, aber oftmals bei mir was. Das liegt einfach daran, dass ich die berühmte Minute länger brauche. Ich komme schon auf die Sachen, aber eben ein bisschen später als andere Leute. Das ist die eine Sache. Und manchmal ist es ja auch so, ich frage selber nach einem Tipp und 10 Sekunden später fällt mir was auf. Also es ist ganz komisch, dass da nochmal der Kopf sich entspannt vielleicht in dem Moment und nicht mehr so verkrampft ist und dass man dann so eine Art Reset hat und dann sieht, ach guck mal da, über die Möglichkeit hast du noch gar nicht nachgedacht. Also das ist immer wieder lustig, sage ich mal. Und bisher habe ich es ja noch irgendwie immer hinbekommen, alles. Und spätestens, wenn ich ganz verzweifelt bin, bin ich natürlich auch sehr froh, wenn da jemand im Chat ist. Insofern nochmal Dankeschön und ja, genau, jetzt bin ich raus. Ich wünsche eine angenehme Woche, eine erträgliche Woche bei den Temperaturen und
Dann sehen wir uns spätestens nächsten Sonntag wieder, würde ich sagen. Bei Teil 2 von Hexcells Plus. Ich mute mich mal vorsichtig wieder und denke daran, mich beim nächsten Mal zu entmuten und dann, ja, bis dahin. Tschüss.